Hallo Germeringer, ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Heute treffen wir Sonja Thiele. Ja, liebe Germeringer, ich weiß eigentlich gar nicht richtig so, wo ich anfangen soll, aber ich möchte so ein bisschen über mein Berufsleben erzählen. Ich war immer berufstätig und musste mich in den ersten 20 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit in der Männerwelt zurechtfinden. Und da gibt es einige nette Geschichten, ein paar möchte ich hier wiedergeben. Eine war zum Beispiel, ich habe für eine sehr große amerikanische Firma gearbeitet mit nur männlichen Kollegen. Wir haben ein EDV-Konzept erarbeitet für eine deutsche Firma und mussten zu Beginn dieses Projektes so zu Einzelgesprächen zu unserem Kunden gehen. Also ich hatte eine Teilprojektleitung und zwei Kollegen von mir hatten eine Teilprojektleitung. Und bei den ersten Gesprächen saßen wir so in gemütlicher Runde zusammen. Und nach einer Weile stellte ich fest, dass ich hier eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen werde. Ich war einfach die Sekretärin. Ich war 25, weiblich, jung, war ganz klar, ich war die Sekretärin. Naja, es ging dann so weiter. Nach den ersten Gesprächen in der großen Runde wurden wir dann aufgeteilt und ich bekam meine Gesprächspartner zugeteilt, mit denen ich das Projekt durchsprechen sollte, also dieses Teilprojekt. Ja, und dann nach der dritten Besprechung fragte mich der Mitarbeiter der Firma, ja, sagt er, wie sind Sie jetzt eigentlich zur EDV gekommen? Und da wusste ich, jetzt bin ich akzeptiert, jetzt nimmt er mich für voll. Also es war so eine dieser Erfahrungen. Wie bin ich dann nach Germering gekommen? Ich wurde schwanger, wie das so der Fall ist eben. Und ja, und ich wollte weiterarbeiten. Ich wollte meine berufliche Tätigkeit nicht aufgeben. Und musste mir eine Betreuungsmöglichkeit suchen. Damit verbunden war auch ein Umzug. Wir haben zuerst mein Mann und ich haben in einer kleinen Wohnung in Solln gewohnt und wir haben dann gesucht, wo wir uns niederlassen könnten und haben dann in Germering auch einiges angeschaut, haben dann hier ein nettes Häuschen auch gefunden. Ja, und dann ging es darum, wie kann ich das jetzt regeln mit der Betreuung? Und ich fand, oh Wunder, innerhalb von 2 Monaten eine Tagesmutter. Das fand ich ganz fantastisch, weil ich hatte vorher noch nichts gehört davon. Also innerhalb so kurzer Zeit eine gute Betreuungsform für sein kleines Kind zu finden. Ich muss sagen, Matthias war 1 Jahr alt, wo er in eine Betreuung gehen sollte. Das war mir für mich völlig ungewöhnlich. Und da bin ich das erste Mal auf die sozialen Aspekte in Germering aufmerksam geworden. Ja, wie ging es weiter? Ich habe dann noch einige Jahre gearbeitet als Mutter, Hausfrau, Berufstätigkeit, ging alles ganz gut mit dieser guten Unterstützung. Als unser Sohn in die Schule kam, waren die Schulzeiten, die Betreuung, das war so unruhig und so unregelmäßig, dass ich damals pausiert habe. Also ich habe gesagt, jetzt mache ich mal einen Berufsstopp, ich möchte für meinen Sohn da sein. In dieser Zeit wurde ich vom Sozialdienst engagiert, ehrenamtlich erstmal im Vorstand mitzuarbeiten. Und durch diese tolle Unterstützung der Tageseltern habe ich gedacht, das ist ein Verein, der es wert ist, dass man sich da mal ein bisschen umschaut und ein bisschen betätigt. Ja, so ging das los beim Sozialdienst. Meine berufliche Ausbildung, mein Studium als Betriebswirtin ist mir da sehr entgegengekommen. Ich übernahm erstmal das Amt der Schatzmeisterin, habe mir so ein bisschen die Finanzen des Sozialdienstes angeschaut, habe mich darum gekümmert. Nach einiger Zeit war es dann so, dass ich einen Anruf von meiner Firma wiederkam, das war also 4, 5 Jahre später, und die meinten, ob ich denn nicht wieder in mein altes Projekt einsteigen möchte, denn sie bräuchten mich unbedingt. Ich hatte immer einen sehr guten Kontakt zum Kunden und es wäre ganz schön, wenn ich das wieder wahrnehmen würde. Ja, ich ging damals zu meinem Chef, Dr. Lutz, habe gesagt, also Herr Dr. Lutz, ich möchte wieder in meinem alten Beruf arbeiten. Wie sieht's aus? Also habe ihm aber noch empfohlen, für den Sozialdienst, für den geschäftlichen Bereich einen hauptamtlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu suchen, weil es einfach zu groß geworden ist und es einfach notwendig wäre, das in fachliche Hände zu geben. Daraufhin fragte er mich, ob ich das nicht übernehmen könnte. Ja, habe mir das überlegt. Mein Mann hat zu der Zeit auch gerade überlegt, in den Vorruhestand zu gehen. Er hatte ein Angebot von seiner Firma. Und wir haben beide uns entschieden, das zu machen. Mein Mann geht in den Vorruhestand, ich engagiere mich beim Sozialdienst. Diese Entscheidung meines Mannes und dass er dahinter steht, war natürlich sehr wichtig, denn ich wusste, da kommt ein Brocken Arbeit auf mich zu. Mein Mann ist dann Hausmann geworden und ich musste dann zu meiner Verwunderung feststellen, dass es
was dieses Männer- und Frauenverhalten, also Frauen sind zu Hause, Männer arbeiten, dass es umgekehrt genau solche Situationen gibt. Ein Beispiel: Mein Mann hat Montagabend immer für die Familie gekocht, hat vorbereitet. Ich hatte einen wichtigen Termin noch am Abend, musste noch zu einer Sitzung, kam um 6 Uhr abends nach Hause, den Kopf voll, was muss ich für diese Sitzung alles überlegen und noch vorbereiten. Wir saßen bei Tisch, jeder hat vor sich hingemümmelt, keiner hat einen Ton gesagt. Mein Mann legte plötzlich das Besteck auf die Seite und sagte: Franzl, mir schmeckt's. Das war seine Art, uns mitzuteilen, dass wir doch etwas kommunikativer sein sollten, was seine Essensvorbereitung betrifft. Ja, das war so der Beginn meiner hauptamtlichen Berufstätigkeit hier beim Sozialdienst. Und ich habe das nie bereut. Ich mache das jetzt seit 14 Jahren. Und ich muss sagen, was ich wirklich klasse finde, ist die Offenheit der Germeringer Bürger, sich für neue soziale Projekte zu begeistern, auch die Unterstützung von Seiten der Stadt, das Netzwerk, das wir hier haben. Also das ist ein Arbeitsklima, das wirklich einzigartig ist und das seinesgleichen sucht. Und deshalb habe ich diesen Job, auch diesen Beruf auch immer gerne ausgeübt, weil man wirklich Dinge bewegen kann. Was mich in letzter Zeit oder im Laufe der Zeit immer mehr stört, das ist die Sprunghaftigkeit der großen Politik. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Es werden Förderprogramme aufgesetzt. Wir haben zum Beispiel das Förderprogramm Mehrgenerationenhaus. Das ist damals unter der Frau von der Leyen in die Wege geleitet worden. Es ist eine gute Sache. Wenn dann so ein Ministerwechsel stattfindet, dann merkt man, dass oft die Prioritäten sich verschieben, dass dann was anderes wichtiger ist und dass solche Projekte unter Umständen dann nicht mehr so gut weitergefördert werden. Dass es sehr schwierig wird, sehr bürokratisch wird. Ein zweites Beispiel ist unser Café Zenia. Wir haben hier am 10. Januar begonnen, ein Projekt aufzusetzen, wo Menschen sich begegnen können, wo Langzeitarbeitslose hier geschult, begleitet werden soll. Wir haben jetzt August und das Konzept hat sich voll bestätigt. Das Café wird gut besucht, es wird von allen Bevölkerungsschichten gut angenommen. Und unsere Teilnehmer, also die uns vom Jobcenter vermittelt wurden, haben sich toll entwickelt, arbeiten gut mit. Und was ist jetzt? Jetzt müssen wir bangen, wie geht es nächstes Jahr weiter? Wir haben eine Förderung vom Arbeitsamt für dieses Jahr. Die Mittel sind drastisch zusammengestrichen worden. Wir müssen gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich weiß es noch nicht. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe, dass Konzepte, die wirklich gut funktionieren, dann einfach eingestampft werden und dann irgendetwas neuen Platz machen müssen. Dann ist es vielleicht das Thema Migration oder das Thema Demenz, was dann viel Raum einnimmt und wo neue Projekte auf die Wege gebracht werden. Ich finde, man muss einfach immer die Effektivität der einzelnen Maßnahmen sehen. Man muss gucken, was kommt dabei heraus und dass Projekte nicht nur über 2, 3, 4 Jahre gefördert werden, sondern wenn sie dann sich als gut erweisen und als richtig erweisen, dass sie dann nachhaltig gefördert werden. Und das vermisse ich in meiner Arbeit.